Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flash News. Nämlich genau gesagt zur 58. Folge für den Februar 2023. Und in dieser Folge wird es etwas mehr um Gaming im Allgemeinen und weniger um Homebrew gehen, denn es gab einen Nintendo Direct und die haben wir nicht wie gewohnt live im Discord geschaut, weil ich ein bisschen müde war und das damit kein guter Stream geworden wäre, sondern ich habe die dann eben privat geschaut, aber möchte da auch noch zwei, drei Worte zu sagen. Es gab für meinen Geschmack ein paar viele Visual Novels und DLCs und ich hatte auch den Eindruck, dass die allgemein etwas geldfokussierter als andere Directs war, also es häufig betont wurde, dass man um die Sachen bezahlen muss und so. Aber es gab auch einige spannende Dinge, wie zum Beispiel ein Dead Cells Castlevania DLC, dann wurde eine Demo-Version für Octopath Traveler 2 veröffentlicht. Das Spiel kommt auch zeitgleich mit dem PC raus, wo das Ganze vermutlich besser aussehen wird, also wenn man auf Grafik steht oder die Grafik so gut wie möglich haben möchte, sollte man das vielleicht nicht auf der Switch spielen. Dann wurde die Etrian Odyssey Trilogie angekündigt. Davon sind drei Teile damals auf dem 3DS erschienen und die erscheint jetzt auch auf dem PC, die Trilogie. Metroid Prime wurde angekündigt, was ein Remake oder Remastered oder so von dem originalen Metroid Prime auf die Switch ist. Man kann auch die Metroid Prime Trilogie mit allen drei Teilen in der Wii U Virtual Console kaufen, also in der Wii U Wii Virtual Console. Bei der Wii-Version gibt es aber nur Bewegungssteuerung und die ist eben nicht in HD, kostet aber dafür nur 20 Euro. Ich glaube jetzt dieses Remastered oder Remake kostet 40 Euro. Dann wurde Fantasy Life ein Nachfolger angekündigt, davon gab es den ersten Teil auf dem 3DS. Layton ist zurück und da finde ich, dass auch das Steampunk-Setting sehr interessant aussieht, aber da hat man noch nicht viel zu gesehen. Dann fand ich, dass in so einem Showreel auch noch Blank ganz interessant aussah. Da wurde auch die Mega Man Battle Network Legacy Collection gezeigt und die erscheint auch auf Steam. Mal schauen, ob man dann nicht vielleicht sogar die ROMs daraus extrahieren kann. Und natürlich gab es quasi das Brett, den neuen Zelda Tears of the Kingdom Trailer. Das war für mich so ein bisschen quasi das Äquivalent zu damals dem großen Trailer zu Breath of the Wild. Also den fand ich großartig, der hat auch meinen Hype deutlich erhöht für das Spiel, der bisher nicht so hoch war, weil mich die Sachen, die bisher gezeigt wurden, nicht so interessiert haben. Aber eben dieser Trailer, wo dann die Szenen sind, wo Link über Wiesen reitet und man wirklich die den zeitlichen Druck spürt, dass er noch pünktlich irgendwo erscheinen muss. Ob der dann im Spiel da sein wird, wer weiß. Und außerdem auch die Szene, wo Zelda fällt, einfach großartig. Außerdem gibt es auch ein paar neue Spiele für Nintendo Switch Online, denn es wurden Gameboy-Spiele für alle, die das normale Abo haben, veröffentlicht und Gameboy Advance-Spiele für alle, die das teurere Abo haben. Leider wurden dafür keine eigenen Controller angekündigt. Für die ganzen anderen Nintendo Switch Online-Versionen gab es ja eigene Controller. Aber es gibt ein Gitterprojekt, mit dem man den Game Boy Advance als GameCube-Controller nutzen kann. Und damit müsste es eigentlich möglich sein, den Game Boy Advance über das GameCube-Link-Kabel und den GameCube-Controller-Adapter als Gamepad dann für die Game Boy Advance Virtual Console und für die Game Boy Virtual Console zu nutzen. Das habe ich nicht selber ausgetestet, wäre aber bestimmt, wenn man die Hardware dafür hat, einmal ein Versuch wert. Ich habe die leider nicht. Also mir fehlt dabei das GameCube-Link-Kabel und Game Boy Advance. Ich persönlich sehe aber keinen Sinn da drin, für so alte Spiele monatlich zu bezahlen. Und die Spiele gibt es, glaube ich, alle, die jetzt neu sind, noch in der 3DS und Wii Virtual Console für einmaliges Geld. Man kann die auch noch dann im 3DS und im Wii eShop einkaufen. Das Guthaben muss dann über den Browser hinzugefügt werden. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, das in der Infokarte verlinkt ist. Auf dem 3DS gibt es Gameboy-Spiele. Außerdem gibt es da auch NES und auf dem Wii 3DS auch SNES-Spiele. Und auf der Wii U gibt es Gameboy Advance-Spiele. Außerdem gibt es auf der Wii U auch NES, SNES und N64-Spiele. Das Ganze geht nur noch bis Ende März. Das heißt, wenn du noch ein paar Virtual Console-Spiele oder auch sonstige online verfügbare 3DS oder Wii U-Spiele kaufen möchtest, dann solltest du das bis dahin erledigt haben. Und das gilt auch eben für DLCs. Was die Spiele angeht, kann man auf dem 3DS zum Beispiel sich nochmal Dylan's Roaring Western anschauen. Oder den ersten Ableger von der SteamWorld-Serie, nämlich SteamWorld Tower Defense für den DSi. Der ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Dann gibt es da zum Beispiel die Ace Attorney-Spiele, die es in Europa nur online gibt, und Gunman Clive 1 und 2. Auf der Wii U gibt es zum Beispiel das NES-Remix nur online, dann Affordable Space Adventure, SeaWorld, Axiom Verge und auch die Gunman Clive HD Collection. Aber wo wir bei Switch Online waren, der N64-Klassiker GoldenEye wurde auf der Switch und auf der Xbox veröffentlicht. Das sind beides die originale ROMs, die dann in unterschiedlichen Emulatoren gespielt werden. Die Switch Online-Version hat einen Online-Multiplayer. Die Xbox-Version hat nur einen lokalen Multiplayer, aber dafür bis zu 4K und eine bessere Steuerung. Und die Switch-Version, die gibt es nur im N64-Abo für Switch Online, und die Xbox-Version, die gibt es entweder im Game Pass oder digital, wenn man Rare Replay besitzt, wird die dann auch dazu ausgeliefert. Also wenn man Rare Replay hat,
wird die quasi direkt dann in den Spielen angezeigt. Die Xbox-Version ist also die einzige, die man sich überhaupt irgendwie kaufen kann, und offline gibt es keine zu kaufen. Auch die Offline-Version von Rare Replay, da ist die GoldenEye-Version nicht dabei. Es gab auch mal ein GoldenEye-Remake für die Xbox 360, das vermutlich aus Lizenzgründen nie veröffentlicht wurde. Irgendwann wurde das aber geleakt. Und das kann man jetzt auch auf der Xbox One und der Xbox Series spielen. Was für eine Überleitung. Denn der Xenia Xbox 360 Emulator wurde auf UWP und damit für die Xbox One und die Xbox Series portiert. Man kann nur entweder Retail oder im Dev-Mode alle Xbox 360 Spiele emulieren, die der Emulator unterstützt. Und es wird natürlich weiterentwickelt, das heißt, in Zukunft werden vielleicht noch weitere Sachen unterstützt. Und das kommt jetzt zur eigenen Abwärtskompatibilität hinzu, denn im Microsoft Store lassen sich ja jetzt schon viele Xbox 360 Titel kaufen und auf einer Xbox One oder Xbox Series spielen. Das heißt, man kann jetzt noch deutlich mehr Xbox 360 Spiele eben auf den neueren Xbox Konsolen spielen. Es gibt aber, wo wir bei der Abwärtskompatibilität sind, auch eine nicht so schöne News, denn einige Spiele wurden am 7.2.2023 leider aus dem Xbox 360 Store entfernt, also aus dem originalen Xbox 360 Store. Dazu zählen einige Ubisoft-Titel, Dark Souls, Lost Odyssey, Mass Effect 2 und so weiter. Die es noch im Microsoft Store gab, die soll es auch weiterhin geben, aber zum Beispiel Assassin's Creed 3 gab es nur im 360 Store und nicht im Xbox One Store. Und das wird jetzt eben, oder das ist jetzt eben auch aus dem Xbox 360 Store geflogen. Wir haben ja vorhin schon über Spiele gesprochen, die es für den 3DS und für die Wii U exklusiv im eShop gibt. Und eins davon, das es zumindest da nicht physisch gibt, ist eben Gunman Clive. Davon wurde nun ein Homebrew Gameboy Port veröffentlicht, genau gesagt von dem ersten Level. Das heißt, wenn man Gunman Clive auf dem Gameboy spielen möchte, ist das jetzt mit einer entsprechenden Flashkarte möglich. Stichpunkt Homebrew. Es ist ein Update für die Luma 3DS Custom Firmware erschienen. Das erlaubt unter anderem die Nutzung von dem zweiten New 3DS Core, wenn Anwendungen eigentlich für den ersten Core gedacht sind, was leichte Performance-Vorteile bietet. Das kann aber auch zu Problemen führen. Außerdem lässt sich jetzt der Homebrew Launcher beim Booten starten, entweder im 3DS oder im DSi-Modus, und das könnte für die Installation von Custom Firmwares einfacher machen, habe ich aber selber noch nicht getestet. Und dazu gibt es auch ein Update vom Homebrew Menu, wo es aber keine größeren Änderungen gab. Auch auf den 3DS wurde jetzt ein weiterer Port von Sonic CD 2011 veröffentlicht. Vor allem die Special Stages sollen gut laufen, aber leider unterstützt der Port kein 3D. Die Anwendung gibt es, wie auch alle Homebrews, die ich erwähne, in der Videobeschreibung. Und das bringt uns zur letzten großen Neuigkeit, denn in der letzten Flash News habe ich erwähnt, dass es nun ein offizielles Tool gibt, um den Controller für den Game Streaming Service Google Stadia zu aktualisieren, damit er eben auch Bluetooth unterstützt. Das offizielle Tool gibt es nur bis zum Ende dieses Jahres, aber es gibt nun einen Offline-Updater und die Credits dafür gehen an Gary oder nichts. Man kann den Stadia Controller jetzt also auch nach dem Ende des Supports aktualisieren. Oder eben auch die WLAN-Firmware wiederherstellen, wenn man nicht die Bluetooth-Firmware haben möchte. Es könnte aber dafür hilfreich sein, sich die Dateien schon mal vorher runterzuladen, die man dafür dann für das Update braucht. Und das bringt uns zu den Umfragen. Da gab es auch wieder 3 Stück seit der letzten Flash News. Und da gab es 151 Stimmen, wovon 50% für Sony, die PlayStation veröffentlicht haben, sind. 36% haben für Microsoft, was hinter der Xbox-Linie steht, gestimmt. 7% haben für Sega gestimmt, von denen es zum Beispiel den Mega Drive oder den Dreamcast gab, 1% für Atari, von denen es zum Beispiel den 2600, den Lynx und den Jaguar gab, und 7% haben für andere gestimmt. Ist vielleicht ganz interessant, falls ich nochmal irgendwie wieder zu anderen Konsolen Videos machen sollte, was da interessant ist, aber bei Sony sehe ich mich ehrlich gesagt nicht so. Und auch die Retro-Sachen sind natürlich immer mit einer ziemlich hohen Start- oder mit ziemlich hohen Startkosten verbunden. Und dann wollte ich wissen, ob du deine Switch überhaupt noch nutzt. Da gab es einige, die gar keine haben. Aber von denen, die eine haben, haben 198 Leute teilgenommen, wovon 18% ihre ungefähr täglich nutzen, 27% nutzen ihre ungefähr wöchentlich, 25% nutzen ihre ungefähr monatlich, 13% nutzen ihre, wenn ein Spiel erscheint, der spannend ist, also so ein bis zweimal im Jahr, und 17% nutzen ihre nicht mehr. Ich bin da wahrscheinlich bei ungefähr monatlich, muss nicht unbedingt monatlich sein, aber ab und zu spiele ich zum Beispiel mit Freunden Mario Kart 8 zusammen im lokalen Multiplayer. Dafür kann man die nutzen und außerdem auch ab und zu eben auch mal Spiele da drauf, aber auch gar nicht so viel. In dem Zusammenhang, wie oft man ein Spiel spielt, wollte ich wissen, ob du überhaupt noch Videospiele spielst oder mehr Zeit damit verbringst, dich über Gaming und gegebenenfalls Retro-Gaming zum Beispiel auf YouTube zu informieren. Da haben nur 70 Leute teilgenommen, wovon 9% ausgewählt haben, ich spiele viel und schaue hauptsächlich Let's Plays oder Gameplay, 19% spielen viel und schauen hauptsächlich Dokumentationen,
47% spielen und informieren sich ungefähr gleich viel. Dann haben 9% ausgewählt, dass sie wenig spielen und hauptsächlich Let's Plays oder Gameplay schauen. Und 17% spielen wenig und schauen hauptsächlich Dokumentation. Ich bin da wahrscheinlich ungefähr auch bei wenig spielen und hauptsächlich Dokumentation schauen. Aktuell spiele ich wieder ein bisschen mehr, aber es gibt auch Zeiten, wo ich wirklich kaum spiele. Und dafür hänge ich doch eine ganze Menge auf YouTube rum. Das war's dann mit diesem Video. Wenn du noch irgendwie weitere News hast, die ich übersehen haben sollte, kannst du mir die gerne in den Kommentaren schreiben. Aber dann hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.